Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ghost Recon Wildlands. Ja, wir machen jetzt hier weiter. Ups. Hupsi. El Jaco. Wie auch immer. So, Einsätze. Schau mal. El Jaco steht nicht mehr in der Gunst des Kartells. Holen Sie ihn her. Ich habe ein Angebot für ihn. El Jaco. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Was soll's? 5,7 Kilometer. Kann man das auch irgendwie überspringen? A little bit. Blitzreise nicht möglich. Warum? Warum? El Jaco steht nicht mehr in der Gunst des Kartells. Holen Sie ihn her. Ich habe ein Angebot für ihn. Warum ist Blitzheise nicht möglich? Ach, das ist doch blöd. Das ist doch richtig. Sehe einen Rebellensender. Schalten wir ihn ein. Das lockt viele Santa Blancas an. Ist wie eine Essensglocke für die Arschlöcher. Halt, aussteigen, mein Freund. Nein, mach mal nicht. Weil dann kommen ganz viele sauber, böse Menschen. Sauber. In der Nähe treiben sich Gegner rum. Ich will nur den Helikopter dahin klauen. Einen von beiden. Gib mir das Helikopter. Vielen Dank. Ich bin der Pilot. Vielen Dank, meine Freunde. Dann fliegen wir einen Schall 5 Kilometer ein. Sollte jetzt auch kein Problem darstellen. Und genießen noch nebenher ein bisschen die Landschaft. Ich muss sagen, die ist ziemlich gut gelungen. Die Landschaft. Und es gibt nicht wirklich Ladezeiten, also ja, nur am Anfang halt, um die Welt zu laden, aber sonst gibt es nicht wirklich Ladezeiten, die mich jetzt hier beeinträchtigen oder mich stören. Also die ganze Welt ist schon vollgeladen, wie auch immer. Ja. 2 Kilometer haben wir noch vor uns. Das finde ich wunderschön. Aber da wird, glaube ich, wird richtig was los sein, denke ich. Ich weiß nicht. Ich denke es mal. Wir kommen jetzt in eine Provinz namens Espiritu Santo. Espiritu Santo ist die Basis für Suenios religiöse Propaganda. Der Schlüssel ist eine Frau namens La Santera, eine selbsternannte Santa Muerte-Priesterin mit tausenden treuen Anhängern. Diese Hexe besitzt die Gabe, Männer mit Waffen in Fanatiker zu verwandeln. Sowas lässt mich nachts nicht schlafen. Die Narcos verehren Santa Muerte schon lange, aber viele Gläubige sind nicht vom Kartell. Das ist ein schwacher Trost. Besteht die Chance, die Fanatiker umzudrehen? Sie müssen nach Informationen suchen. Finden Sie heraus, wie man La Santera ausschaltet, um die Sicarios zu demoralisieren und das gemeine Volk dem Kartell zu entfremden. Sobald die Hexe ihre Gemeinde verloren hat, bringt sie zu mir. Bombenende. Alles klar. Ich habe zwar jetzt nicht gerade zugehört, aber ja, machen wir. Wir sind da. Gehen wir es vorsichtig an. Wenn das Kartell merkt, dass wir hier sind, legen sie ja Giorgio auf der Stelle um. Verstanden. Auf Zivilisten achten. Wir wollen niemanden versehentlich töten. Noch ein Dritter.
Markiere Ziel. Hier ist der Sicario. Da, in der Hocke. Okay, bin unterwegs. Brauche neue Position. Okay, Ziel markiert. Ziel markiert. Moment, such eine gute Schusslinie. Ziel verloren. Auf dein Zeichen, Boss. La Santera. Es una chica loca. Die Braut ist völlig durchgedreht. Früher war sie brav, eine gute Katholikin. Bis sie Santa Muerte fand. Die Knochenlady. Und all in ging. Wenn El Cardinal die wohltätige Seite von Santa Muerte ist, ist La Santera die hedonistische. Des Kartells perverse Version des Heiligen. El Sueño erkennt einen Star, wenn er ihn sieht. Also hat er sie verpflichtet. Predige, Mami. Was gut ist für Santa Muerte, ist gut für Santa Blanca. Er hat ihr in Espiritu Santo sogar ein Heiligtum gebaut. La Santera soll im Kartell für Loyalität sorgen. Je mehr Kartellmitglieder leisten, desto mehr bietet ihnen Santa Muerte. Santa Muerte soll dich vor Kugeln schützen? Schmuggle 200 Kilo. Du willst den Segen ewigen Wohlstands? Wirb 5 von deinen Cousins für Santa Blanca an. Du willst in den Himmel? Töte 10 Feinde. Es ist wie ein Ranking für Arschlöcher. Je mehr du für das Kartell tust, desto mehr tut die Heilige des Todes für dich. Wahre Belohnung für wahre Gläubige. Und glauben Sie mir, La Santera ist eine wahre Gläubige. Alles klar. Er ist tot. Gut, dann haben wir jetzt hier noch einen. Ja, den können wir auch so holen. Schnell rein und schnappen wir uns diesen Typi. Nein, weil Sven um eine Familie hat. Er bringt sie um, wenn wir die Quote nicht erfüllen. Sag mir nicht, was unmöglich ist. Sag den Cocalero. Geassis, stecken Sie die Waffe weg. Ich kenne das Gesetz. Lass doch die Kinder unter 10 arbeiten. Vamanos, wir bringen dich in Sicherheit. Ich kann nicht weg. Wenn das Kartell was merkt, dann bringen sie meine Familie um. Ja, aber die merken nichts. Dieses Gebiet gehört zu Santa Blancas Nachrichtendienst, die Propagandamaschine. Machen wir uns mit ihren Zielen vertraut. Der Mann an der Spitze ist El Cardenal, ein exkommunizierter Priester, der zum Santa Muerte-Anhänger wurde. Er soll außerdem der geistliche Berater von El Sueño sein. Der andere Typ ist Ramon Feliz. War mal ehrlicher Journalist, bis er unerklärlicherweise anfing, Blogs für das Kartell zu schreiben. So, dann... Wo bringen Sie mich eigentlich hin? Jemand will dir ein paar Fragen zu deinen Aktivitäten für das Kartell stellen. Ich sage Ihnen, was Sie wissen wollen. Wenn meine Familie sicher ist, verstehen Sie? Falls nicht, können Sie mich gleich wieder zurückbringen. Das ist eine legale Coca-Farm. Also kriegen wir hier Legen? Ich weiß immer noch nicht, wer Sie sind. Es gibt Gerüchte über Phantasmas, die angeblich Gebäude anzünden. Irgendwelche Dinge verschwinden lassen. Leute... Da ist der Sammelpunkt. Aber macht's euch nicht zu bequem. Ich habe das Gefühl, wir rücken bald wieder aus. Verstanden. Also kriegen wir hier legal Coca? Ich meine, gegen die Höhe? Wegen der Höhe. Klar. Lass die Finger vom Coca. Ihr wisst doch, wenn wir wieder nach Hause kommen, müssen wir als erstes in den Becher pinkeln. Aber die Höhe. Ich halt's Maul. Ich habe es gewusst. Die CIA schickt ihre eigenen Sicarios. Simon Bolivar sagte, die Vereinigten Staaten werden Elend über ganz Amerika bringen. Und nun bringen sie das Elend in mein Haus. Er sagt, Sueño hat seine Familie. Schön zu wissen.
Diese vier Soldaten sind ihre allerletzte Chance auf die Befreiung ihrer Familie. Also helfen sie uns oder sollen noch mehr sterben? Retten sie meine Familie. Dann werde ich vielleicht mit ihnen reden. Okay, dann müssen wir die Familie retten. Schauen wir, wie wir das anstellen wollen. Giorgios Familie ist im Kartellbezirk von Basha Floresta. Wir müssen uns beeilen. Wenn Suenio von seiner Flucht erfährt, sind sie tot. Ich sitze, gib Gas. Hat doch geklappt. Feuer! Okay, sie aufgescheucht. Drei für Tango an. Das ging ein bisschen schneller. Der Leutnant haut ab! Alle bereit? Feuer! Okay. Wir nennen uns Basha Floresta. Giorgios Frau und Sohn sollen irgendwo in dem Dorf sein. Haltet ihr... Was ist da los? Mein Gast wird nervös. Haben Sie Giorgios Familie gefunden? Wir arbeiten dran. Verstanden. Aber beeilen Sie sich, ja? Es sieht ziemlich blöd aus, wenn der Typ beim Warten einen Herzinfarkt kriegt. Wird gemacht. Shit, ein Scharfschütze! Untersuchen. Ich habe Informationen über Esteban Ibarra, der für das Kartell Kontakt zu Las Santeras Kult hält. Er war so eine Art Lehrer, aber jetzt ist er Santeras Berater. Er hält regelmäßig Reden hier in der Gegend. Vielleicht sollten wir ihn besuchen. No se vaya. Tiene que ayudarnos. No merecemos esto. ¡Vuelva acá! So, wo ist der letzte? Er kommt mit jetzt. Fass mich nicht an! Ganz ruhig, Chewie. Dein Vater schickt uns. Ach, und das soll ich dir glauben? Glaub von mir aus, was du willst, solange du die Klappe hältst und tust, was wir dir sagen. Folge mir. Beide Pakete gesichert. Bringen wir sie dem alten Mann. Mist, die kommen direkt auf uns zu. Butcher, das ist die Schuld von Malten, oder? Er ist zu gierig und zu stolz. Man kann nicht beide sein. Cállate, mijo. Rudy gibt alles für die Familie, für die Cocaleros. Woher wissen wir, ob er euch schickt? Ob er überhaupt sicher ist? Ob ihr ihn nicht über uns kriegen wollt? So wie esos charros, esos mexicanos. Ich habe nie gesagt, dass wir euch nicht benutzen. Aber bei uns seid ihr sicher. Und El Giorgio auch. Ich sah, wie die DEA und CIA viel Ärger über mein Volk brachten. Erwartet nicht, dass ich euch traue. Kuru Blinkos, Kumara Mama Coca. Wir sind da. Sie sind sicher. Rudolfo. Mirosita, ist das bien? Sí, mi vida. Papa. In was für Schwierigkeiten hast du uns gebracht, Alter? Er hat euch Schwierigkeiten erspart. Ich glaube ihnen überhaupt nichts.
Ustedes Blanquiñosos Yankees bringen nur Probleme nach Bolivia. Ich bin vielleicht 96 nicht mit den Cocaleros marschiert, aber ich habe die Narben und Wunden der Demonstranten gesehen. Ach, halt's Maul. Diese antiamerikanische Einstellung ist Bullshit. Wir sind nicht dein Feind. Aber auch nicht unsere Freunde. Tranquilo, mijo. Ich habe bereits mit vielen Teufeln Geschäfte gemacht. Um meine Familie zu beschützen, selbstverständlich. Und auch, dass mein Volk, die Cocaleros, überlebt. Jetzt mache ich Geschäfte mit Ihnen, Agent Bowman. Ich werde es später bereuen. Doch vorerst wird es uns Sicherheit gewähren. Hat Bowman, was sie wollte? Niemand ist glücklich darüber, aber ja, sieht so aus. Undankbares Pack. Wir haben sie doch gerettet, oder? Ich weiß nur, ohne El Giorgio wird die Kokainherstellung schwer für das Kartell. Der Rest liegt über meiner Gehaltsstufe. Hab's gehört. Leute, also wir machen den Drecksjob und... ja. So. Zwei Abteilungsleiter müssen wir besiegen. Das heißt, wir brauchen den hier. Als nächstes. Der ist hier unten. General Barus Ex-Adjutant sitzt in einem Unidad-Gefängnis. Holen Sie ihn raus und befragen Sie ihn zu Barus aktuellem Aufenthaltsort. Nomad, das müssen Sie hören. Die ISA hat auf einer der Kartell-Webseiten eine Nachricht für Sie entdeckt. Eine Nachricht für uns? Es gibt sonst keine vier Amerikaner, die Svenio Ärger machen. Er sagt, er will reden. Er sagt, er will, dass ihr verhandelt, Kumbaya singt und Händchen haltet. Das Treffen ist ein Köder, aber auch eine Chance, Svenio rauszulocken. Klar, aber es ist auch eine Chance, dass sie getötet werden. Nichts kann verhindern, dass alles in einem Kugelhagel endet. Schicken Sie die Info. Wenn er eine Schießerei will, ist er bei uns richtig. Ich glaube, Sie verstehen nicht. Das ist eine schlechte Idee. Bowman, ich verstehe. Schicken Sie die Info. Wir entscheiden. Schön. Von mir aus. Bowman, Ende. Gut. Gut. Erstmal muss ich dorthin und irgendwo hier. Warte rein, Speicherpunkt. Hier. Da müssen wir nicht so weit fahren, ne? Gut, dann machen wir noch den Typi noch aus dem Knast schnell raus. Ich hoffe, das kriegen wir schnell unproblematisch hin. Keine Ahnung, wie ich da sind, so viele Wachen vorbeikommen, aber. Ich hoffe, wir müssen nicht leise sein. Wir können einfach reinballern. Nein, das wäre das Sinnvollste. Schnell funktionieren ohne Aufwand. Oder mit wenig Aufwand. Ich nehme das Motorrad. Ich komme gleich nach. Hey, da ist noch gesperrt. Einsätze 2. Ein Einsatz ist hier oben. Okay, aber wir machen trotzdem was miteinander. Was ist denn das für ein Weg? Das ist schon ein besserer Weg. Warte mal, wir haben doch ganz viele Punkte. Ausdauer.
sicher, aber hauen wir mal alles rein. Pizza. Nein, 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 ihr habt mich nicht mit. Wird mir die Kamera wird gestellt. Die Drohne ist oben. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Ich sehe Lichtpaneele da drüben. Scharfschütze im Turm. Da drüben sind Lichtpaneele. Scharfschütze, geh in Position. Oben auf dem Turm. Ich hab das. Lass mich in Position gehen. Sekunde, geh in Position. Hab das Ziel. Scharfschütze im Turm. Bereit für den Angriff. Das macht 5. Ein Drecksack weniger. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Sehe ein Luftabwehrsystem. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Mit dem sind's 5. Oh Mann, ey. Ich gehe in Position. Suche eine bessere Schussmoment. Suche eine gute Schusslinie. Ich sehe das Ziel. Auf dein Zeichen, Boss. Tango getroffen. Das war knapp. Ziel gesichtet. Hab noch einen. Macht 5. Ziel markiert. Behalte sein Umfeld im Auge. Scharfschütze im Turm. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Jetzt nicht mehr. Geh in Position. Ziel markiert. Lass mich in Position gehen. Sekunde, geh in Position. Ah, dann haben wir alle Scharfschützen. Okay, Ziel markiert. Bereit für den Angriff. Abschuss bestätigt. Ich traue dem Ganzen noch nicht so ganz. Hier ist Ziel Nummer 5. Ich gehe in Position. Such eine bessere Schusslinie. Moment, such eine gute Schusslinie. Ich hab das Ziel. Hab das Ziel. Auf dein Zeichen, Boss. Tango getroffen. Markiere Feind. Mit dem sind's 5. Geh in Position. Lass mich in Position gehen. Ziel erfasst. Ich sehe das Ziel. Feind markiert. Sekunde, geh in Position. Bereit für den Angriff. Der Tango ist hin. Die Frage ist nur, wie komme ich hier rein? Nein. Unidad Heli, unten bleiben.
habe einen Tango. Hab noch einen. Macht fünf. Ich gehe in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Moment, such eine gute Schusslinie. Hab das Ziel. Sehe zwei Soldaten. Auf der Seite im Gefängnis. Ziel eliminiert. Alter, wo kommen die her? Das macht fünf. Tengo mucho sueño y nos falta. Oh Mann. Ich hab keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll. Hey, ein Unidad-Soldat. Sag mir wo. Im Bunker. Feind gesichtet. Unidad Heli, unten bleiben. Na, wo ist denn dieser Heli? Wie soll ich da reinkommen? Position. Lass mich in Position, ich helfe es. Geh in Position. Nein. Ich brauche eine bessere Position. Geh in Position. Ich sehe einen Soldaten mit MP. Nah am Mörser. Ziel erfasst. Ich sehe das Ziel. Verstanden. Unterwegs. Kann loslegen. Eröffne Feuer. Locker bleiben. Alles ist gut. Leg dich hin, Arschloch. Oh, komm ich vielleicht durch die Tür rein? Yes. Ich gehe in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Ich habe hier Ziel markiert. Bereit für den Angriff. Mein Ziel ist weg. Der Tango ist hin. Na, ja, dann mal raus hier. Alter, wie viele Zellen gibt es denn hier? Eine Million oder was? Hier laufen Gegner rum. Da ist niemand. Ja, hier ist jemand. Das muss er sein. Mal sehen, was er weiß. ¿Qué carajo, pues? Was zum Teufel geht hier vor? Ah.
Hey, ein Soldat mit einer Minigun. Um den Parkplatz herum. Hier ist er frei. Macht, was ihr wollt. Nein, aber nicht der. Nicht der. Oh nein, jetzt renn doch nicht weg. Ich war doch noch gar nicht oben. Stopp. Wir sollten hier irgendwo Informationen finden können. Aufpassen, wir haben Gesellschaft. Oh Mann. Wenn er jetzt getötet wird, dann ist meine Schuld. Alles gut. Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Der Carajo, wer zur Hölle seid ihr? Wir sind eine Chance, die Motherfucker aufzuhalten. Ich suche General Baro. Mierda. Ich war mal im Stab von dem Pendejo. Er war sogar bei meinem Geburtstag, aber jetzt ist er ein Schwanzlutscher. Wo finden wir ihn? No sé. Kein Plan, wo er ist. Er hat eine Tochter. Mehr Familie hat der Viejo nicht mehr. Sie ist Regierungsbeamte in irgend so einem Kaff in Flor de Oro. Wie war denn nochmal ihr Name? Ah, Erendira. Erendira, buen día. Mit ihr kommt ihr General Baro ran. Gracias. Viel Glück. Halt. Baumann, ein Ex-Unidad-Hauptmann sagte, General Baro hätte eine Tochter namens Erendira Buendia. Sie lebt in einem Dorf in Flor de Oro und steht im Staatsdienst. Ich habe die ISA darauf angesetzt. Schnappen Sie sich die Tochter. Mit ihr zwingen wir General Baro, sich mit uns zu treffen. Sie ist Zivilistin, Baumann. Wir haben ihr Handy. Ich sende Ihnen die Daten, damit Sie sie selbst tracken können. Schnappen Sie sie und dann Ihren Vater, den General. Hab verstanden. Ich habe keine Ahnung, wie wir dieses Ding selber aufkriegen. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Und da ist er schon. Genau. Bis dann. Tschüss.